So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Gothic, die Welt der Verurteilten. Und ich muss mich auch gleich entschuldigen, dass ich gesagt habe, wir schlafen bis 8 Uhr. Das ist nämlich nicht wahr, denn wir haben nur bis 7 Uhr geschlafen. Danke nochmal für diesen Tipp an dieser Stelle, für die Kommentare. Da seht ihr mal wieder, dass ich da eigentlich völlig aus der Materie schon wieder raus bin. Dass ich nicht mal mehr weiß, wie lange hier geschlafen wird. Das wurde wohl auf 7 gemacht, damit man einfach mehr Zeit hat am Tag wahrscheinlich. Also ist der Tag ja auch so schnell vorbei, wenn man nur bis 8, wenn man bis 8 Uhr schläft. Wir sind frisch ausgeruht und versuchen mal gleich noch ein paar Fürsprecher zu finden. Hier oben müsste die Schmiede sein, wenn ich es noch richtig weiß. Ah, die ganzen NPCs schlafen aber trotzdem noch bis 8 Uhr. Das heißt, wir können uns hier erstmal ungestört bewegen, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir die eine oder andere Kiste aufkriegen. Da! Ja, okay, ich lasse das besser. Ja, ist nicht so wirklich toll gerade hier. Okay, das kann der Held mal wieder nicht. Ja, ich bin eigentlich noch ein richtiges Hemd gerade. Das merkt man auch wirklich. Ein Kurzschwert. Ich weiß nicht, ob hier auch diese... die Reichweite der Waffen eine sehr große Rolle spielt. Bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist es halt hier extrem schwierig, wenn man keinen Mindestschaden verursacht. Uah, Fletcher. Ich glaube, wir gehen besser. Aber wir haben ja eine Fleischwanze. Die werden wir mal versuchen umzunieten. Aber ich glaube... Ah doch, es geht. Ich dachte schon, ich müsste hier meine Spitzhacke benutzen. Irgendwie die Schwert... Was? Kann ja froh sein, dass ich hier das Ungetüfe mal beseitige. So, das wäre geschafft. Der hier noch. Was ist los? Wie sich alle aufregen hier. Nur weil ich hier mal ein bisschen für Ordnung sorge eigentlich. So, mal gucken, ob wir von dem Snuff ein paar Rezepte bekommen können oder ob wir da selber irgendwas machen können damit. So. Oh, hier ist sogar richtiges Bett und alles drin. Mal gucken. Na, geht auch noch nicht. Also ich muss mich um die Truhen, muss ich mich irgendwann mal richtig komplett kümmern. Alle brauche ich erstmal mehr Dietriche irgendwo her. Die muss ich allerdings auch erstmal finden. So, das dürfte hier Mordrax sein. Ja, das ist er auch. Ob ich den jetzt schon überreden kann, loszulaufen, weiß ich nicht. Ich will allerdings noch nicht. Denn ich glaube, wenn an dieser Quest nichts geändert... Hey, Neuer! Boah. Ich bin Mordrax. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Ich drehe auch immer echt voll wieder ins Fettnäpfchen hier rein. Ich werde mir noch nicht zu viel verraten, das will ich mich später mit ihm noch reden. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Er soll mir erstmal ein paar Sachen erzählen am besten. Erzähl mir was über das neue Lager. Es ist das freieste Lager in der Kolonie. Wir haben keine Erzbarone oder Gurus, die uns herumkommandieren. Wir haben eine eigene Mine. Aber das Erz, das wir dort fördern, wird nicht an den verdammten König geliefert. Sondern? Unsere Magier arbeiten an einem Ausbruchsplan. Dafür wird alles Erz gesammelt. Während Gomez und seine Leute auf der faulen Haut liegen, rackern wir uns für die Freiheit ab. So sieht's aus. Okay. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Seine Waren mal zeigen. Oh, und hier sieht man schon, wie es anfängt, unübersichtlich zu werden. Und zwar total. Molerat Fett. Schwefel. Das gab's aber im ersten Teil, im normalen ersten Teil, aber auch nicht, glaube ich. Er hat Erz dabei. Jagd und Beute, das magische Erz, gibt's auch schon alles, okay. Ein alter Ring. Verwandlung Blutfliege. Die gibt's jetzt im zweiten Teil, glaube ich, gar nicht mehr, diese Verwandlungsspruchrolle. Oh, Feuerring hat er im Angebot, sehr mächtig. Ja, ein paar Schwerter, Streitkolben, Pfeile und so weiter. Feuerball hat er auch, aber kostet allerdings gerade noch sehr viel. Wir schauen erstmal, ob wir ihm überhaupt was geben können dafür. Ich glaube,
ein paar Becher könnten wir mal abdrücken. Wir sammeln am besten erstmal so ein bisschen Erz zusammen. So, ein bisschen Erz kann nie schaden. So, von der Nahrung her behalte ich mal lieber alles. Bin ich mir jetzt noch unsicher. Eine Spitzhacke kann weg. Drei Knüppel brauche ich, glaube nicht mehr. Das rostige Schwert auch nicht. Die Pfeile behalten wir. Aber 20 Erz. Ich glaube, wir holen uns erstmal das Erz von ihm. Hier ist es auch interessant, es ist nicht so wie im zweiten Teil, dass die Händler unendlich Gold oder Währungseinheiten besitzen. Und zwar hier hat er zum Beispiel nur 90 Erz jetzt gehabt. Und wenn das weg ist, kann ich mit ihm nicht mehr gegen Erz handeln. Also kann seine Währung, die Währung nicht mehr erhalten. Das heißt, ich muss da mir einen anderen Händler suchen. Finde ich eigentlich sehr, sehr gut, das System. Ich hoffe nur, dass es nie dazu kommt, dass keiner mehr Erz hat und ich dann dringend Erz brauche. Ich muss sagen, ich hatte im... Wo ich es mal normal gespielt habe im ersten Teil, hatte ich auch schon mal die Zeit, wo ich 19.000 Erzbrocken hatte. Also das geht eigentlich schon. Man bekommt im Laufe der Zeit genug Erz. Aber das ist wohl in jedem Spiel so, dass man sich da Unmengen... ungeheure Summen von irgendwas anhäufen kann. So, Dexter ist hier. Da muss ich mal gucken... Hier ist auf jeden Fall der Marktplatz. Ist auch überdacht. Sehr schön. Warum passiert sowas? Da können wir mal ein bisschen mit den Leuten reden. Der Schläfer sei mit dir. Und es fängt schon wieder an. Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Ja, jetzt erzähl mir erstmal ein bisschen was über euch. Wie heißt jetzt, was habe ich den Namen schon wieder von ihm vergessen? Oh, schlimm, schlimm. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die Besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Das ist aber sehr interessant zu sehen. In die Rückkehr ist der Baal Parwärts nämlich auch an einem Marktplatz. Und zwar in Kurin ist am Marktplatz. Hier steht er hier im Marktplatz. Also der ist auch in der Mod die Rückkehr dafür verantwortlich, neue Leute zu werben. Ist also sehr, sehr, sehr geile Geschichte einfach in die Rückkehr. Das muss ich an der Stelle einfach nochmal sagen, weil das so schön implementiert ist mit dem ersten Teil. Das passt einfach 100% zusammen. So, jetzt geht's aber hier weiter. Wer ist überhaupt der Schläfer? Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die 3 Götter abgeschworen. Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Was hat euch der Schläfer gesagt? Er hat uns in den Sumpf geführt zu den alten Tempelruinen. Dort haben wir unser Lager errichtet. Er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns muss mehr in den Minen schuften. Er hat uns die Wirkung des Sumpfkrauts gezeigt. Wir verkaufen es an die anderen Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er gab einigen von uns die Gabe der Magie. Einer alten, mächtigen Magie, verschieden von der, die die Magier des Reiches anwenden. Erzähl mir von der Magie des Schläfers. Diese Gabe verleiht die Fähigkeit, Dinge mit der Kraft deines Willens zu kontrollieren. Nur die Gurus unserer Bruderschaft sind in die Geheimnisse dieser Magie eingeweiht. So, ich werde aber jetzt nicht mit ihm loslaufen. Wir haben hier noch ein paar Sachen zu erledigen, würde ich sagen. Ich muss auch mal gucken, dass wir, wenn es 8 Uhr ist, und es ist schon lange 8 Uhr, lass uns noch mal kurz zurück zum Schmied gehen, denn da würde ich gern
mal ein Schwert schmieden. Ich hoffe, dass das immer noch das Schwert ist aus dem normalen Teil, denn da hätten wir nämlich ein Schwert, das 20 Stärke benötigt und 20 Schaden macht, glaube ich. Besser als unser Kurzschwert. Aber hier sollten wir auch noch irgendwann auf Fisk und auf Whistler treffen. Oh hey Mann, ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Ja, wenn ihr mich nicht immer einfach so anquatschen würdet, das wäre mal sehr schön. Da könnte ich auch mal hier mein Let's Play ordentlich kommentieren, aber das scheint hier echt nicht zu klappen. Ist doch so. Eine Rüstung. Okay. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Oh ja, durchaus. Wenn ich sie umsonst bekomme, schon 500 Erz. Zeig mir deine Ware. Ah, er hat ja sogar Dietrich hier dabei, aber für 10 Erz. Ich meine, wir sind da nicht gerade reich mit 24 Erz. Bauernwehr, Lurkerbiss, Wundendorn, wie die Schwerter noch oder die Dolche noch hießen damals. Sehr, sehr schön. Aber naja, wir können uns nichts von all dem leisten gerade. Jetzt muss ich mal gucken, was wir überhaupt für Missionen so haben hier. Okay. Keine Ahnung, wo der sich aufhält. Verschwundener Gardist. Aufnahme Sumpflager. Ja, das muss ich alles noch machen. Oh Leute, das ist immer so viel am Anfang. Können aber mal mit Dexter nochmal schnell reden. Dem haben wir noch nicht geredet. Und dann gehen wir nochmal kurz zum Schmied hoch und schauen, ob wir das Schwert schon bekommen. Ob wir das machen können oder wie auch immer. Hey du! Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Erstmal abwarten. Das wird nicht so heiß gegessen. Wenn du meinst. Man kann einfach einen ansprechen. Was ist Sumpfkraut? Wunder, dass das hier noch nicht verboten ist. Also hier ist Sumpfkraut ja eigentlich erlaubt. Lass uns lieber über was anderes reden. Die Milizionäre in Gothic 2 in der Stadt, die haben das wohl nicht so gern, wenn man nach Sumpfkraut fragt. Aber hier scheint das wohl ganz, ganz, ganz öffentliche Droge zu sein. Was ist Sumpfkraut? Na ja, was? Man kann es rauchen. Wirkt auf die meisten sehr entspannend. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Ah, jetzt weiß ich, was Sumpfkraut ist, oder was? Na, ihr seid mehr welche. Wahrscheinlich. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Und du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist ein Chemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich dachte eher, dass er jetzt die Giraffe wäre. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Okay, hier kann man ihn, glaube ich, noch ein bisschen mehr von ihm verlangen für den Anfang. Ich würde mal sagen, wir machen das hier. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Ich höre nicht mehr auf das. Hier sieht man schon den Nachteil an dem Schriftpatch, den ich drauf gemacht habe. Jetzt kann man das nicht mehr lesen, aber zum Glück liest der Held die meisten Dinge ja auch noch vor. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erz als Vorschuss. Vergiss es. Und wir reizen sie noch weiter. Kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Nein, ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst dir dein Rezept selber holen. Es gibt noch genug andere neue. Ich denke, ich sollte den Auftrag einen von denen geben. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Gut, vergessen wir die Sache.
Wahrscheinlich. Nicht so schnell. Du wolltest nur wissen, wie weit du gehst. 50 Erz ist ziemlich viel für einen neuen, was denkst du? Klingt schon besser. Gut, gut. 50 Erzbrocken kann ich gerade noch entbehren. Enttäusch mich nicht, Kleiner. Naja, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihm das Rezept irgendwann jemals gegeben habe. Also den habe ich wirklich in jedem Spielstand übers Ohr gehauen. Weil es auch ziemlich schwer, an das Rezept ranzukommen, glaube ich. Das ist so wie dieser schwarze Weiße für Lester jetzt. Das regt mich auch so auf, aber das haben wir zum Glück schon erledigt. Der letzte. Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich habe eine da. Für 50 Erz. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt, genau. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Habe ich das jetzt schon gesagt? Wo ist das? Durch den Süd... Ich habe eine... Absolut Idiot. Warum steht das dann immer noch drin? Zeig mir dann. Ja. Oh, da sieht man schon. Traumruf, schwarzer Weiser und grüner Novize. 14 Erz hat er noch zur Verfügung. Ein paar Tränke, Pfeile und die Karte. Ja, das Gebiet im Südwesten fehlt wohl auf jeder Karte, dass sich da niemand reintraut. Okay, dann machen wir das, was ich gesagt habe. Wir springen kurz zum Schmied. Gucken, ob wir schon unser erstes Schwert schmieden können. Verlass dich auf jemanden, wenn du bist verlassen. Na, hier soll es eigentlich hochgehen. Ja. Oh, das hat aber nicht viel gebracht. Ja, so ganz kenne ich die Laufwege hier nicht mehr. Versuchen das mal so. Na also. So, das Schmied dürfte schon bei der Arbeit sein, auf jeden Fall. Nicht so viel Quatsch, ja. Okay, mal gucken, ob er da ist. Huno, hey, du. Genau. So, wir können ihn ansprechen und dann können wir schon mal zu Diego laufen, der Zeit. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Das ist doch die Stimme von Gorn, glaube ich. Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch. Ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Auch schon gemerkt. So, wir quatschen mal alles durch. Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Ja. So. Ich würde mich selbst gern mal in deiner Schmiede versuchen. So. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Oh, jetzt muss man dafür zahlen. Wie gemein ist das denn? Ich glaube nicht, dass es das im normalen ersten Teil schon gab. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Klinge, glühende Klinge, glühender Stahl. Oh, da hat sich, glaube ich, einiges getan preislich. Bin mir echt nicht mehr sicher gerade. Ich weiß noch, man konnte da irgendwie ein sehr gutes Geschäft machen am Anfang, indem man einfach Klingen kauft, die zu Schwerter verarbeitet und dann wieder verkauft. Die waren dann nämlich mehr wert als die Klinge. Und man hat da halt Haufen Geld machen können. So viel Erz, wie halt gerade im Umlauf war. Sonst musste man bis ins nächste Kapitel warten. Das geht jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr so. Und das scheint auch neu zu sein, oder? Ja. Kann schon sein. So. Man braucht eine Rüstung und entsprechende Erz dafür. Okay. Kann ich noch nicht, weil ich wahrscheinlich noch keinem Lager angehöre. Okay, Leute, dann hat sich das mit der Klinge, mit dem Schwert auch schon irgendwie erledigt. Erstmal ab. Irgendwie will er mich ansprechen, glaube ich. Habe ich das Gefühl. So, LP05 kommt langsam schon. Gucken, ob er uns wirklich ansprechen wollte gerade. Fletcher? Hey du! Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht?
weil ich gar nicht da bin. Ach. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Das ist, glaube ich, recht witzig. Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Immer wieder dieselben Leier. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Ich höre nicht mehr auf das Gefühl. Also, besonders glücklich scheint er darüber echt nicht zu sein. Aber vielleicht können wir noch ein paar Informationen sammeln. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue. Und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Okay, das könnte ja bedeuten, wenn wir diesen Neck finden, dass uns da ein hübsches Sümpchen in die Arme springt. Aber ich weiß schon, wer da eventuell was wissen könnte, aber zuerst probiere ich mal, ob ich hier auch die Pfanne ganz normal benutzen kann. Das habe ich noch nicht getestet. Muss ich gleich mal schnell machen. An seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ah, das geht hier wieder so flott hier. Zack, 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 da legt der Held ein so eine Keule nach der nächsten rein. Allerdings glaube ich schon wieder lästig, wenn man so 200 Fleisch dabei hat. Also man sollte das wirklich regelmäßig machen. Sonst bringt das nicht viel. Okay, das war's wohl. Es geht gerade nicht mehr. So, das ist jetzt ganz oben und hat 15 Lebensenergiebonus. Jetzt hätte ich mir vielleicht merken sollen, wie viel das rohe Fleisch hat. Wahrscheinlich wieder nur so 7 oder 8 oder vielleicht 10. So, okay, da unten geht's zur Arena. Da laufe ich aber jetzt noch nicht hin. Da sieht man auch Sketti schon rumstehen. Wir gehen jetzt erstmal kurz zu Snuff. Hier dürfte Fingers stehen. Ja, so langsam kommt die Erinnerung wieder. So, Snuff. Oh, und da sitzt auch Mutt. Mit dem will ich allerdings jetzt noch nicht reden. Ein paar von euch scheinen ihn ja echt zu mögen, dass ich mit ihm sogar durch die Kante laufen soll. Das werde ich aber wahrscheinlich nicht machen. Tut mir leid. So, okay, Snuff, dann erzähl mal. Wie steht's? Nicht schlecht. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Hier, nimm und lass es dir schmecken. Danke. Du könntest mir einen Gefallen tun. Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snuff mit Reis und Pilzen. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Willst du, dass ich kotze? Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder. Ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Tja, und ich weiß auch eigentlich schon genau, wer das war. Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten. Da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Okay. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Hab ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Gut. Ja, jetzt wäre ich beinahe reingelaufen in den Typen. Vorsichtig. Okay, ich würde sagen, da wir so viel gequatscht haben in den letzten paar Folgen, können wir auch uns mal wieder außerhalb des Lagers bewegen. Hey, du! Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Draußen vorm Lager sitzen 2 Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte.
Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Eigentlich wollte ich das jetzt noch gar nicht machen. Was passiert, wenn wir das Amulett haben? Ganz einfach. Ich geb's zurück und kassiere die Belohnung. Dabei sage ich, dass du mir geholfen hast. Damit hast du bei Gomez einen Stein im Brett. Nein, wir machen halbe-halbe. Oder du kannst dich alleine mit dem Typen anlegen. Okay, okay. Halbe-halbe. Wird schon genug dabei rausspringen. Also, bist du dabei? Ich probiere das einfach mal so. Kein Interesse. Such dir einen anderen. Mit der Einstellung kommst du hier nicht weit. Sag mir Bescheid, falls du dir es doch noch überlegen solltest. Ja, das ist jetzt nämlich diese eine Falle, weil ich einmal kein Schutzgeld bezahlt habe. Aber man kann sich ja einfach nicht frei bewegen, ohne dass man von irgendjemandem angequatscht wird. Das funktioniert nicht. Ich muss mal kurz gucken, wo wir überhaupt lang müssen jetzt. Ich glaube, wir müssen erstmal hier lang. Dann gehen wir kurz aus dem Südtor raus. Oder ist das überhaupt das Südtor? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach egal, irgendein Tor wird es schon sein. Verlass dich auf jemanden raus, verlassen. Das ist eben so. So, jetzt kommen wir wieder hier vorbei. Das ist Whistler, den spreche ich aber jetzt noch nicht an. Jetzt gehen wir erstmal kurz raus. Wir haben echt genug gesprochen mittlerweile. Problem ist halt, ich sollte auch mal wieder steigen. Und steigen kann man ja im Grunde nur, wenn man Quests löst oder Monster plättet. Da wir beides gerade irgendwie nicht so wirklich machen, steigen wir auch nicht. Das ist sehr schlecht. Deswegen versuchen wir uns mal wieder mit ein paar leichten Viechern anzulegen. Ich meine, wir haben ja schon mal 10 Stärke mehr. Das heißt, wir sind doppelt so stark als vorher. Da wird sich doch, denke ich mal, auf jeden Fall was machen lassen. So, ich weiß nicht, ob der Kerl mich hier nochmal anspricht. Mal gucken. Er hier spricht mich, glaube ich, an, oder? Auch nicht. Aber bestimmt beim Reinlaufen wieder, garantiert. So, hier sehen wir schon die Höllenpilze. Allerdings sind hier auch wieder einige Viecher unterwegs. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir tun. Wir streuen zwar nur harmlose Biester rum, wie Mollerats oder Scavenger. Wölfe verirren sich hier raus nicht, die sind meistens im Wald. Aber mit Wölfen will ich mich auch im Moment noch nicht anlegen. Eigentlich will ich mich auch noch gar nicht mit ausgewachsenen Mollerats oder Scavengern anlegen. Aber ich fürchte, das wird sich nicht vermeiden lassen jetzt gleich. Na, er will hier schon auf mich losgehen. Gucken, ob wir den einen oder anderen noch kurz platt machen können, bevor die Folge rum ist. Die laufen irgendwie alle gerade zurück. Das ist eigentlich sehr gute Gelegenheit. Ja komm, spann mich nicht so auf die Folter. Du nacktes Schwein, du. Ah, okay. Stärke scheint durchaus etwas auszumachen. Allerdings ist das nicht ziemlich stark, muss ich sagen. Das ist nicht so gut. Mann. Bin es nicht gewohnt, so schwach zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr da noch irgendwelche Tipps habt für den Kampf. Ich glaube, mehr als draufhauen kann ich im Moment noch nicht. Vielleicht geht es mit Vorwärtskombination irgendwie besser. Allerdings. Problem ist, wenn die halt einen einmal treffen, treffen die einen gleich wieder. Das macht keinen Spaß eigentlich. Da macht einem echt die Steuerung ziemlich zu schaffen in dem Spiel. Aber ich kann die doch auch nicht alle weglocken jetzt und da vorbeilaufen. Das kann doch nicht sein. Ach. Ja, freu dich, dass du mich besiegt hast. Wow, du bist so ein Held. Du bist ja auch das stärkste Vieh hier in der Umgebung. Klar, klar. Leute, ich denke mal, ich bleibe hier noch so ein bisschen am Boden liegen. Ich werde mir da mal was überlegen bis zum nächsten Mal. Und mal gucken, ob wir dann irgendwie weiterkommen. Bis dahin lasse ich meinen Mund auf und sag... Ciao und bis zur nächsten Folge.